50 Jahre Henry Schramm, das sind 50 Jahre Lebensgeschichte eines ganz besonderen Menschen. Mitten in unserer Stadt. Angefangen hat alles im kleinen Örtchen Hohenberg bei Marktleugast. Klein Henry verabschiedete sich nach seinem Fachabitur 1981 und ging zum Wehrdienst nach Regensburg. Eine Studienzeit in Köln folgte. 1987 verschlug es, inzwischen schon Groß Henry, wieder in seine Heimat. Viele Jahre treuer Arbeit im Landratsamt Kulmbach folgten. 2003 der erste Clou, als Direktkandidat in den Bayerischen Landtag. Der zweite Clou ließ ein wenig auf sich warten. Nach einer Niederlage bei der ersten Oberbürgermeisterwahl erwies sich Henry als Stehaufmännchen und holte sich seinen ganz persönlichen Thron im Januar 2007 feierlich ab. Als Politiker muss man besonders viel sitzen können. Und sitzen. Und sitzen. Manchmal darf man sich auch mal hinstellen. Danach darf man auch wieder sitzen. Besonders als OB, versteht sich. Kulmbach und Henry Schramm, das gehört einfach zusammen. Wir von Kulmbach TV haben viele seiner Amtsaufgaben begleitet. Erinnern Sie sich noch an die Brücke am Main-Zusammenfluss? Ein Projekt, das dem Stadtoberhaupt sehr am Herzen lag, auch wenn der Preis dafür recht hoch war. Bekommen hat er letztendlich immer, was er wollte. Und auch das gehört zu Henry Schramm, der Griff zum Spaten. So wie hier für das neue Verwaltungsgebäude der Stadtwerke. Mit Führungsqualitäten und Humor holt unser Henry gezielt aus. Das kommt aber raus, gell? Oder erinnern Sie sich an die vielen Auftritte zur Bierwoche und die Motorradsternfahrt? Unser OB ist immer präsent. Das Arbeiten soll ja schließlich auch Spaß machen. Unser Oberbürgermeister Henry Schramm. Privates Glück findet der Politiker bei seiner Frau Andrea und seinen drei Kindern, Sebastian, Emily und Kilian. Eine Geschichte wie aus dem Märchenbuch eben. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Glückwünsche. Und dafür hatten sich heute Vormittag in Kulmbachs guter Stube viele hundert Gratulanten gefunden. Alles, was Rang und Namen hat, aus Politik, Wirtschaft, aus dem hohen Norden und natürlich auch das gemeine Kulmbacher Volk. Und von uns gibt's noch ein paar ganz persönliche Glückwünsche obendrauf. Wir wünschen dir alles, alles Gute, viel, viel Gesundheit und viele schöne Tage mit deiner Familie. Und dass ihr noch viele schöne Stunden in einem anspruchsvollen, schwierigen Amt erlebt und dass wir noch viele, viele Jahre gut zusammenarbeiten können. Großen Mut und Zuversicht für künftige Aufgaben. Vor allem, ich wünsche dir auch ein bisschen mehr Gelassenheit. Und dass er für die kommenden Jahre Schaffenskraft, gute Laune, gute Entscheidungen haben möge zum Wohle unserer Stadt Kulmbach. Vor allen Dingen Gesundheit und alles das, was man sich für Geld nicht kaufen kann. Und dass er mit viel Schaffenskraft an seine Arbeit wieder gehen kann. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Bleib, wie du bist. Glück, Energie, Zufriedenheit und alles, was er sich selbst so vorgenommen hat, soll im vollen Umfang in Erfüllung gehen. Und damit so eine Geburtstagsfete nicht allzu trocken ausfällt, sorgten die Zapfer für flüssigen Nachschub. Und für Naschkatzen gab es reichlich Süßes. Und für Henry gab es jede Menge Geschenke. Nützliches und Hintersinniges. Was fürs leibliche Wohl und für den guten Segen. Stellt sich nur die Frage, was unser OB mit all den Blumen anfängt. Na dann Prost, Henry Schramm. Auf viele gesunde und glückliche Jahre. Auch wir von Kulmbach TV wünschen dir alles Gute zum 50.